Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Minion Masters, der Nummer 225. Das weiß ich diesmal ganz genau, weil ich nämlich schon zweimal versucht habe, diese Episode aufzunehmen. Und da war es beides mal die Nummer 225, dann wird es jetzt auch noch die Nummer 225 sein. Und diesmal wird es funktionieren, diese Episode aufzunehmen. Da glaube ich fest dran. Da glaube ich fest dran und es muss jetzt auch funktionieren, weil wir haben jetzt hier nämlich eine glückliche Auswahl mit den Meistern oder Meisterinnen im Draft. Deswegen will ich diese Episode jetzt auch wirklich durchziehen. Die Frage ist, was sollen wir nehmen? Nehmen wir Meluwin oder Morellia? Ich würde fast sagen Meluwin, weil im Draft ist die mir lieber, weil er immerhin schon mal ein Fernkämpfer mit dabei ist. Mit dem Arkan-Golem. Ich meine, ich spiele sonst auch meistens Meluwin inzwischen, aber ja. Also im Draft nochmal besonders. Nee, den Sensiblen will ich nicht haben. Verbrennung ist auch nicht unbedingt mein Ding. Dann nehmen wir halt den hier. Immer was Fliegendes. Ein Fernkampfdiener ist nie so wirklich schlecht. Die können wir zum Einnehmen der Brücken nehmen. Ich kann die von... Ach nee, das ist der Bergwind. Okay, Quatsch. Ich dachte gerade, das wäre eine Einheit, aber nee, das ist nicht das. Dann spielen wir lieber diesen Strudel hier, der ist billig. Ich werde euch gleich noch sagen, was schiefgelaufen ist bei den ersten Aufnahmen. Aber jetzt machen wir erstmal das hier. Da haben wir nachher noch genug Zeit, wenn wir auf die Gegner warten. Boah, nicht wieder die Priesterin. Das habe ich letztes Mal so versaut. Also, letztes Mal, als wir die drin hatten, habe ich die so schlecht gespielt. Aber die habe ich letztes Mal auch so schlecht gespielt, die greifenden Dornen. Vielleicht sollte ich sie gerade deswegen nochmal nehmen. Aber ich bräuchte einen Tank, wenn ich eine Priesterin drin habe. Ich weiß nicht, ob da noch ein Tank kommt. Der hier ist so ein bisschen tanky. Der Typ, aber ich meine, von der Gesundheit her ist es auch nicht wirklich. Er hat halt die dicke Haut. Was ist denn hier mit? Zwei Legionäre, zwei Armbrustler bei einem verbündeten Bodendiener. Kann nur in deiner eigenen Arena gewirkt werden. Ist das Ziel Empyre? Wir haben aber keine Empyre, oder? Ich meine, bislang jedenfalls nicht. Das sind keine. Sollen wir den Scheiß einfach mal nehmen? Ich meine, zwei Legionäre und zwei Armbruster für 4 Mana ist jetzt nicht so wahnsinnig schlecht. Man kann sie halt nur... Ja gut, ich meine, die anderen Einheiten kann ich auch nur in der eigenen Hälfte spielen. Das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich. Ich meine, Giftzauber ist prinzipiell nicht schlecht, aber ich habe jetzt schon diesen Strudel. Ich will eigentlich nicht nochmal einen. Andererseits, ach, machen wir es einfach. Ich will keinen Blutpakt. Nein, das ist alles scheiße. Ich will diese ganzen Zauber nicht. Ich will nicht noch mehr Zauber und vor allem nicht diese Zauber. Ich will mehr Einheiten. Sollen wir ihn dann halt doch nehmen? Ich meine, ich brauche auch Bodendiener, sonst kann ich diesen Zauber hier überhaupt nicht ausspielen. Verflucht. Ja, ein bisschen stärkere Nahkämpfer wären ganz gut. Die nehmen wir auch, die sind nicht schlecht. Die zählt als Fernkämpfer. Ja. Ich meine, die rollende Kanone ist eigentlich schon auch gar nicht so scheiße, oder? Aber die kann halt nichts Fliegendes angreifen. Die müsste doch auch was Fliegendes angreifen können, oder? Die hat nur so eine kurze Reichweite, glaube ich. Ja, die kann prinzipiell schon was Fliegendes, oder die können prinzipiell schon was Fliegendes angreifen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Dann nehmen wir doch die, weil wir haben sonst echt nicht so viel. Wir haben insgesamt nicht so viel Brauchbares in diesem Deck. Das Deck ist scheiße. Um es mal ganz rund heraus zu sagen, das Deck ist scheiße. Aber, und jetzt komme ich dazu, was vorhin schiefgelaufen ist. Das Deck, ich habe vorhin schon mal aufgenommen. Das Deck war nicht so scheiße und ich habe trotzdem total versagt. Weil, zum Teil, weil ich einfach schlecht gespielt habe. Die ersten ein, zwei Niederlagen, das war einfach nur richtig schlecht. Und dann kam wieder was von meinem Arbeitgeber dazwischen, dann musste ich mittendrin irgendwie abbrechen. Hab deswegen nochmal eine Runde versaut und dann war es vorbei. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also diese Aufnahme ist jetzt doch zu beschissen. Also wenn ich einfach nur durch eigene schlechte Leistung verloren hätte, das wäre noch okay gewesen. Aber dann kam noch der ganze andere Scheiß dazu. Und dann war es mir zu blöd. Ja, und jetzt nehme ich nochmal neu auf. Wobei, das war jetzt keine ganze Episode, die ich da jetzt weggeworfen habe, also, sondern es war jetzt schon relativ schnell abzusehen, dass das einfach nicht gut gelaufen ist. Oh, komm schon.
Ja gut, wir werden jetzt hier auf diese armen Typen gehen und dann, das gibt nur Sacker. Aber wir können es auch einfach mal, da haben wir diesen Zauber hier wenigstens schon mal gewinnbringend eingesetzt, einigermaßen gewinnbringend. Damit dürfte er eigentlich fertig werden, oder? Ja, das ist okay. Ja, diese Einheit will ich eigentlich nicht haben, wie gesagt. Jetzt nehmen wir ihn halt mal. Den hätte ich schon längst spielen können, ich Trottel. Ja, jetzt kommt halt der Blutpakt. Der heizt uns jetzt ein bisschen ein. Da hatte ich das Gift schon längst nehmen können. Ich bin noch nicht so ganz auf der Höhe offensichtlich, sonst hätte ich hier viele Dinge viel, viel schneller erledigt. Kommt schon, tötet ihn schneller? Ja, das war gut, das war gut. So, und jetzt können wir da langsam mal auf den Gegner gehen. Können hier vielleicht auch gleich nochmal diesen Typen spielen mit dem Blutpakt. Ja. Komm schon, schlag noch einmal zu. Ah, Mist, 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 Mist. Ja, es hat nicht ganz so gut geklappt, wie es gerne hätte. Aber auch nicht ganz scheiße. Okay, dann machen wir das hier so. Machen die noch mit dazu. Den lassen wir einfach mal laufen. So, das hier dürfte eigentlich relativ gut. Oh, Mist, der Explosionsbeschwörer, der kann uns jetzt diesmal heizt uns, glaube ich, ein. Ja. Aber es dürfte trotzdem reichen. Nee, es reicht nicht. Oder? Nee, es reicht nicht ganz. 20. 20, echt jetzt. Na gut. Ich hatte vorhin schon so ein paar Runden, in denen auch einfach wirklich alles dann schief gelaufen ist. Alles gerade so nicht gepasst hat, aber diesmal hat es ja funktioniert. Was ich eigentlich noch sagen wollte, was ich jetzt glaube ich auch vergessen habe, ist frohe Weihnachten. Es sollte ja noch Weihnachten sein, wenn diese Episode hier hochgeladen wird. Das habe ich vorhin bei der ersten Aufnahme auch schon gesagt, habe es jetzt vergessen nochmal zu sagen. Ja, wie gesagt, also frohe Weihnachten. Falls ihr das hier noch rechtzeitig seht, wahrscheinlich seht ihr es nicht mehr. Also wahrscheinlich ist dann Weihnachten längst vorbei. Wenn ihr das hier seht, weil das ist ja dann schon der Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags, müsste das sein, wenn das hier tatsächlich online geht. Hätte ein bisschen schneller auf den Kampf drücken können. Ich war schon wieder abgelenkt. Also heute ist irgendwie so ein Tag, da kommt ständig irgendwas dazwischen. Irgendwas ständig auf dem Handy oder sonst irgendwie vom Arbeitgeber wieder eine Nachricht über Microsoft Teams oder so. Das Handy hätte ich auch einfach abschalten können. Was ich jetzt gerade eben tue. So. Ja, also viel schlechter als das letzte Mal. Also das war wirklich ein katastrophales Draft-Spiel. Also da habt ihr jetzt nichts verpasst. Das ist, wie gesagt, nicht wirklich aus technischen Gründen gescheitert, so wie es schon öfter mal der Fall war, sondern diesmal wirklich aus Gründen von ja, meiner persönlichen Ablenkung und auch schlechter Leistung und ja, war so eine Mixtur. Aber ich meine, da brauchen wir jetzt auch gar nicht lang drüber reden, die Aufnahme ist weggeworfen. Insofern, was soll's. Ich bin nur einfach, weshalb ich es überhaupt zur Sprache bringe, ich bin beeindruckt davon, wie schlecht ich gespielt habe mit diesem Deck, weil das andere Deck war wirklich gar nicht so scheiße. Da waren sehr, sehr viele gute Farmkämpfer drin, Bara war mit drin, aber ich habe völlig versagt und ich meine, es war natürlich jetzt nicht mein Idealdeck, es waren einfach zu wenige Tanks und so weiter da drin oder eigentlich gar keine Tanks. Viel zu viele Fernkämpfer schon, aber trotzdem immer noch besser als überhaupt keine Fernkämpfer. Und eigentlich hätte ich gedacht, dass das schon irgendwie klappen müsste, aber... Oh, scheiße. Oh, shit. Ja, das ist jetzt nicht das, was ich haben wollte. Das ist jetzt nicht das, was ich haben wollte. Naja, gut. Er konnte zumindest noch einmal zuschlagen. Das ist auch nicht ganz total furchtbar, aber... Schauen wir mal, dass wir den vielleicht ein bisschen schneller hinkriegen. Das teilen wir mal auf. Ah, das war nur eine Attrappe, ist okay.
Ja, so richtig gut klappt das jetzt hier nicht. Aber auch nicht ganz scheiße. Also ich glaube, wir haben diesem Angriff, den ich jetzt schon gestartet hätte, der Gegner schon so seine Wucht genommen, mehr oder weniger. Da können wir auch mal schnell. Na komm, die müsste doch damit fertig werden, oder? Ja. Kriegen wir auch die untere Brücke wieder. Aber wir sind es schon bei den Lebenspunkten nicht so wirklich gut dran. Ja, doch, das hier sieht jetzt nicht so richtig toll aus. Wir müssen irgendwas machen. Naja. Ja, ich muss den irgendwie aufhalten, weil das läuft sonst nicht gut für uns. Ja. Wenn wir den vielleicht ein bisschen schneller. Ja, jetzt sind wir schon wieder bei unter 1000 Lebenspunkten. Und der hat schon wieder den nächsten. Ah, so ein Mist. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube nicht, dass wir das hier gewinnen werden. Jetzt haben wir hier was Fliegendes. Aber ob das jetzt genügen wird, ich wage es zu bezweifeln. Ja, gut, wir haben das einigermaßen ordentlich hingekriegt, aber das wird, glaube ich, trotzdem nicht reichen, um jetzt hier nochmal wirklich uns ins Spiel zurückzubringen. Das würde mich jedenfalls sehr wundern. Ich hasse das, ich hasse das, ich hasse das, ich hasse das. Red has just been punishing Blue's Tower. Wir müssen den hier aufhalten. Wir dürfen nicht zulassen, dass der. Ja, natürlich habe ich jetzt noch mehr Schaden genommen durch diesen Typen, den Blutpakt, aber ich kann ja nichts machen. Ich muss den ja auch irgendwann mal spielen. Habe ich die jetzt. Ja, doch, habe ich schon einigermaßen ordentlich. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht und wieder kriege ich meine Karten nicht in die Hand. Verdammt. Ja. Wie ich schon gesagt, heute ist kein guter Tag. Aber trotzdem ist die Leistung, die ihr jetzt gerade seht, nicht so schlecht wie die Leistung, die ich vorhin gebracht habe. Und da könnt ihr jetzt schon dran ablesen, wie scheiße das vorhin gelaufen sein muss. Also das hier ist noch längst nicht das Schlimmste, was ich heute geleistet habe. Ja gut, jetzt weiß ich nicht mehr so richtig, was ich hier noch tun soll. Ja gut, ich meine, wir sind so gut wie tot, das ist jetzt nicht mehr viel dran zu rütteln. Ich hätte vielleicht mal. Ach mein Gott, schon wieder. Schon wieder eine Nachricht von meinem Arbeitgeber. Aber diesmal ist es nichts Wichtiges, glaube ich. Also ich habe es ja schon so unten rechts am Bildschirmrand gesehen, aber diesmal lasse ich mich jetzt wirklich nicht ablenken. Wobei es ja auch scheißegal wäre, weil das haben wir jetzt hier sowieso schon dermaßen verloren. Also, ja. Trotzdem, wie schon gesagt, das war jetzt nicht die beschissenste. Nicht die beschissenste Leistung, die ich heute gebracht habe. Ja, also ignoriert das einfach, wenn hier zwischendurch immer mal wieder ihr diesen Ton hört von Microsoft Teams. Ich glaube, der wird auch mit aufgenommen wahrscheinlich. So wie ich die Aufnahme eingestellt habe, wird wahrscheinlich der ganze Ton von meinem PC aufgenommen und nicht nur das aus dem Spiel. Insofern, ja. Das kann noch häufiger passieren heute. Thanks for tuning in to the Caesar Network. We've got a corker of a fight for you today here on Minion Masters. Das ist halt auch, weil, also wenn ich das hier aufnehme, dann ist die Woche vor der Weihnachtswoche. Also ich habe das jetzt, glaube ich, noch nicht gesagt in dieser Aufnahme. Ich bin ab dem 20. Dezember im Urlaub. Ich meine, so genau braucht ihr es auch eigentlich nicht zu wissen, aber ich habe es jetzt halt trotzdem mal gesagt. Und ja, also
die Aufnahme hier ist entsprechend älter aus der Woche vorher. Na, ich muss mal wieder mal mit Tastatur spielen, das ist mal wieder furchtbar heute. Worauf ich damit eigentlich gerade hinaus wollte, ist, das ist jetzt so die Woche, in der alles noch geregelt werden muss, bevor alle Leute im Urlaub sind. Deswegen geht es hier viel durcheinander und ich muss ständig mich um Dinge kümmern, um die ich mich eigentlich nicht kümmern muss, zumal ich eigentlich gerade gar nicht im Dienst bin. Also ich meine, sonst würde ich nicht spielen. Ja, vergiften wir die einfach mal. Scheiß drauf. Können wir auch mal das hier hinspielen. Da drüben habe ich vergessen, dass wir da auch noch ein bisschen was tun sollten vielleicht. Also diesen Strudel mag ich schon ganz gern. Der macht sich dort immer wieder bezahlt. Ja, wäre schön, wenn wir diese Runde gewinnen könnten. Sieht jetzt auch zumindest mal nach einem ordentlichen Start aus. Beziehungsweise Start ist untertrieben, weil es ist ja schon... sind ja schon fast 2 Minuten vorbei. Ich meine, wir müssen wahrscheinlich die hier spielen. Die können wir noch hinten ran. Den können wir hier spielen. Wie schon gesagt, ich sollte wirklich die Tastatur mehr benutzen. Also generell, aber jetzt gerade eben besonders. Weil gerade eben spielt sich das alles wieder sehr zäh. Ja, also diese Runde hier, die muss jetzt gewonnen werden. Sonst weiß ich auch nicht mehr. Also... Also komm, da brauchst du jetzt schon gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Da machen wir mal kurz die hier noch hin. Sonst können wir da mit unseren Fernangriffen nicht viel reißen. Dann spielen wir halt doch mal wieder diesen Typen. Vielleicht, wenn er einmal durchkommt, dann ist die Sache schon gegessen. Und zack, er ist einmal durchgekommen. Na also, ich kann es doch noch. Okay. 2-1. Nicht brillant, diese Bilanz bislang, aber könnte auch schlimmer sein. Ich habe vorhin wirklich bloß 2 Siege, glaube ich, gehabt und dann war es auch schon wieder vorbei. Wie gesagt, aber mit Ablenkung und ein bisschen, ja, aber auch schon mit einer Menge Unfähigkeit. Das muss ich schon zugeben. Make this entertaining, guys. Let's duel! Und diesmal habe ich das Gefühl, dass das Deck doch ein bisschen ausgewogener ist, vielleicht, obwohl ich jetzt nicht so die... Also meine Lieblingseinheiten sind diesmal nicht dabei. Letztes Mal war auch der Succubus mit dabei, den ich eigentlich auch ganz gern mag. Aber selbst den habe ich irgendwie ganz schlecht ausgespielt. Also manchmal stellt man sich halt auch einfach beschissen an. Mit den Typen komme ich jetzt auch nicht so gut zurecht. Den hätte ich früher spielen sollen wahrscheinlich, diesen tankigen Bären hier. Hier, um mit diesen Armbrustlern zurechtzukommen. Ja gut, jetzt haben wir die schon mal weg. Das ist jetzt auch okay. Ja, leider geht jetzt niemand so richtig auf den hier. Ja, okay. Eine von diesen. Naja gut, ich meine, es hätte schlimmer kommen können. Wir müssen irgendwas spielen. Ich spiele jetzt einfach mal schnell das hier. Spiele den nochmal hinten ran. Und die hier vielleicht. Und dann vielleicht noch... Ja gut. So ein Mist. Das ist nicht unbedingt das, was ich haben wollte. Na, der stirbt noch nicht mal davon. Das habe ich jetzt falsch eingeschätzt. Das ist mir vorhin auch oft passiert, dass ich Dinge einfach wirklich ganz falsch eingeschätzt habe. Das hat natürlich auch schnell mal tödliche Folgen. Ja. Ja, das ist Mist. Das ist Mist. Mist. Ja, hat gerade noch so gereicht. Ich habe es ein bisschen zu früh gespielt. Aber es hat ja noch Auswirkungen. War jetzt nicht ganz versaut. Aber das ist jetzt schon wieder nicht mehr so richtig gut.
Wir sind noch nicht so richtig weit hinten dran oder so, aber auch nicht in Führung. Na doch, bei den Lebenspunkten sogar ganz leicht in Führung, aber ja, inzwischen auch bei den Erfahrungspunkten. Aber trotzdem, also das ist jetzt noch nichts, worauf wir uns ausruhen könnten. Der geht nach unten, das heißt, wir haben oben keine Fernkämpfer stehen bei unserem Gegner. Das ist eine schöne Sache. Dann können wir das vielleicht zumachen und zu. Ui, ja gut, jetzt haben wir natürlich Fernkämpfer da stehen. Die hätte ich da nicht hinspielen sollen, das war nicht gut. Mist. Ja, das ist zu viel Schaden, was wir hin... Nein, den wollte ich doch nicht... Nein, die wollte ich absolut nicht dahin spielen. Die wollte ich dahin spielen. Dann hat das Spiel das aber nicht registriert und hat es dann nachher da hinten hingespielt. Und die habe ich jetzt einfach nur versaut. Jetzt war ich so draus... Das hat mich so draus gebracht, dass ich das jetzt hier total versaut habe. Ich weiß, das klingt alles ein bisschen nach einer schlechten Entschuldigung, aber das war jetzt wirklich so. Diesmal hatte ich wirklich Pech. Ah, Mist, Karl, verdammter. Na, das bringt doch nichts auf den hier. Ja, hatte eigentlich auch auf das Ding gezielt. Ja, aber ich hätte auch auf das Ding nicht zielen müssen. Das ist ja auch Blödsinn. Also, nee, jetzt bin ich wirklich völlig draus gekommen und habe hier einfach nur noch Blödsinn gemacht. Nein, du hattest... Wieso bist du nicht zuerst auf... Ah, nein, tötet ihn schneller, verdammt nochmal. Ah, wieso baue ich so viel Mist heute? Ja, aber nochmal starte ich nicht von neuem. Also diese Aufnahme muss jetzt bestehen bleiben, egal wie sehr ich versage. Das ist dann halt so. Ich habe auch keine Zeit mehr, nochmal von neuem zu starten. Und es ist ja auch... Also ich meine, diesmal versage ich ja wirklich aus eigener Dummheit. Also bis auf diesen einen kleinen Moment gerade eben. Ja. Wo ich Pech hatte, aber ich glaube, wir hätten es trotzdem versaut. Also selbst wenn ich da jetzt kein Pech gehabt hätte, das war einfach nicht gut. Das war einfach nicht gut gemacht. Da hatte ich schon davor ein paar Fehler gemacht und wir hätten wahrscheinlich so oder so verloren. Danach habe ich auch noch Fehler gemacht. Die ich nicht damit entschuldigen kann, dass ich dieses eine Mal Pech hatte, beziehungsweise dass das eine Mal das Spiel meinen Klick nicht richtig registriert hat. Also das war einfach nicht gut. Und die Ablenkung, gerade eben durch die weiteren Nachrichten von meinem Arbeitgeber, war nicht so groß, dass ich es darauf schieben könnte. Das war vorhin anders. Jetzt muss ich schauen, dass ich hier in diesem Spiel eine ordentliche Leistung bringe. Damit wir wenigstens 3 Siege haben, wenigstens eine ausgeglichene Leistung, eine ausgeglichene Bilanz. Reichen die gegen so einen? Ah, der ist verstärkt, oder? Ich hab's gerade nicht richtig... Ne, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es gereicht. Natürlich reichen die. Ich bin schon völlig verunsichert, weil ich vorhin schon so viele falsch eingeschätzt habe. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt gespielt habe, ehrlich gesagt. Ich mache einfach Mist heute. Das hat überhaupt nichts genutzt, dass ich das gespielt habe. Ja, und jetzt sind sie wieder geheilt. Gut, ich muss irgendwas spielen. Was soll man machen? The shadows seem far less intense. Okay, machen wir erstmal kurz zu. Na, war nicht perfekt, aber ich glaube, das geht noch. Den muss ich mal kurz durchlaufen lassen. Okay, der geht jetzt auf den Turm. Jetzt können wir hier... Das kann ich jetzt nicht spielen. Das könnte ich jetzt mal spielen. Ja, aber ich glaube, wir nehmen mehr Schaden als unser Gegner. Also das ist jetzt auch nicht perfekt. Ja, mein Gott. Können wir den mal kurz hier wegziehen? Aus der Reichweite einfach nur raus. Der geht jetzt wahrscheinlich nach oben. Ja, das ist blöd. Wow, jetzt hat sich das Spiel aber fast aufgehängt, oder? Also ihr seht, es läuft wirklich nicht rund. Also von der technischen Seite, meine ich jetzt. Ja gut, ich meine, die bringen mir jetzt da drüben nichts, das sind Fernkämpfer.
Den muss ich auch erstmal durchkommen lassen. Das ist natürlich auch beschissen, aber was soll man tun? Jetzt kann ich da ein bisschen besser angreifen. Kann ich hier vielleicht den dann nach hinten schicken? Ja, das wollte ich so eigentlich nicht haben. Ja. Schauen, was hier rauskommt. Naja, das ging ganz ordentlich. Was machen wir mit denen da? Die können wir hier vielleicht mal kurz festnageln. Dann kann sie meine Meloiden so einigermaßen hinkriegen. Die können wir einfach mal vergiften. Das habe ich auch viel zu selten gemacht. Ja, jetzt steht der halt davor. Da kann ich das jetzt nicht gebrauchen. Ja, und jetzt werden sie wieder geheilt. Ah, wie ich das hasse. Ich hasse Heilungen generell in diesem Spiel. Das finde ich furchtbar, dass man hier Leute heilen kann. Das habe ich zumindest mal hinbekommen. Jetzt können wir das hier mal kurz... Und ja, die Tastatur benutzen. Die Tastatur benutzen. Nein, und den habe ich wieder nicht dahin spielen wollen. Ich glaube, ich hatte nicht mal die Maus in der Nähe von da, oder? Das müsste ich mir nochmal in der Aufnahme ansehen. Aber auf jeden Fall war das nicht das, was ich wollte. Ich kann diesen Typen hier eigentlich jetzt schon nicht mehr einigermaßen gefahrlos spielen, weil ich bin dann ja gleich tot. Schon wieder Heilung, Heilung, Heilung. Heilung. Heilung, Heilung, Heilung. Ja, mein Gott, was soll man tun? Ich habe sogar diesen Zauber noch verschwendet, aber darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Das war jetzt schon egal. Nee, ich habe es wieder versaut. Ich habe es wieder versaut, da hätte ich eigentlich auch die erste Aufnahme nehmen können. Wenn ich sowieso so schlecht spiele. Besser wird es heute anscheinend einfach nicht. Dann müssen wir uns damit abfinden, dass es eben so ist, wie es ist. Ja, aber schon komisch. Weil so schlecht waren die Decks jetzt nicht. Auch dieses zweite Deck hier war jetzt nicht so beschissen. Das hätte schon... Wie oft ich auch das Wort beschissen benutze heute. Das benutze ich ja sonst sehr selten. Aber es gibt einfach kein besseres Wort, um meine Leistung zu beschreiben. Doch, grauenvoll wäre auch okay. Katastrophal. Ja, es wäre vielleicht schon ein bisschen zu pathetisch. Na gut, denken wir nicht weiter über Worte nach. Spielen wir einfach. Wie lange geht denn jetzt diese Aufnahme schon? Das war jetzt ein relativ kurzer Draft auf jeden Fall. Ja, ja, nicht mal eine halbe Stunde hat es gedauert, bis ich hier rausgeflogen bin. Es gab auch schon Drafts, die haben länger als eine Stunde gedauert und ich konnte sie nicht unterbringen, weil ich so gut war. Konnte sie nicht unterbringen in einer Episode, aber das ist heute offensichtlich überhaupt nicht der Fall. Ja gut, dann schauen wir, dass wir jetzt wenigstens hier gute Leistungen bringen. Das ist einigermaßen okay, was unser Gegner da spielt. Damit kann ich leben. Das gefällt mir sogar recht gut. Ja, ja, das ist alles okay. Alles gut. Ah, okay, der Typ jetzt hier mit der Peitsche, der gefällt mir nicht so gut. Aber das ist auch noch okay. Mein Seelenlieb ist damit zurechtgekommen. Ich brauche jetzt hier nicht mal wirklich Druck zu machen. Wir können da jetzt einfach mal ein bisschen abwarten, was mein Seelenlieb noch so anrichtet. Ja gut, das wird jetzt wahrscheinlich ein Shadow Web sein, oder? Nee, es ist ein Scharfschütze. Den habe ich jetzt mal kurz betäubt, dass wir einfach noch ein bisschen mehr Schaden mit dem Seelenlieb anrichten können, bevor er stirbt. Jetzt wird er dann gleich tot sein. Ja gut, er konnte natürlich nicht ewig so weitergehen. Aber das ist doch sehr okay. Jetzt warten wir mal, bis der Scharfschütze ein bisschen weitergelaufen ist. Ah, da ist er, da ist er ja schon. Okay, die haben den gar nicht getötet, den Scharfschützen. Das ist jetzt nicht so gut. Können wir jetzt vielleicht mal... Oh nein, wir haben wieder falsch getimed. Ich hätte... so ein Mist. Ist er, der lebt immer noch. Mein Gott, tötet ihn endlich. Ja, aber das hier werden wir wohl schon gewinnen. Hoffe ich zumindest mal. Wobei, so ganz sicher wäre ich mir jetzt noch nicht. Wir haben da schon noch ein bisschen was zu leisten. Zumal das hier jetzt nicht so wirklich gut aussieht für uns. Ich spiele mal kurz das hier. Und verletzen den mal so ein bisschen.
Und dann spielen wir mal kurz das hier noch. Und dann sollte das jetzt eigentlich reichen. Oh, da ist noch was hinten dran, okay. Ja gut, das geht schon. Das ist schon alles noch okay. Das ist nicht so ganz okay, was wir jetzt da unten sehen. Und wieder habe ich die Tastatur nicht benutzt. Wo ich das schon weiß, dass das Spiel heute nicht reagiert. Auf Mausklicks. Wenigstens die Hand auf der Tastatur haben, sodass ich im Notfall eingreifen kann. Das sollte ich schon. Ja, wobei, das wird jetzt kein Notfall mehr. Gut, gut, gut. Dass wir wenigstens hier gewinnen. Weil wir sind ja hier immer noch auf wo sind wir? Auf Gold 4 oder so. Naja. Also wäre schon schön, wenn wir da jetzt einfach die halbe Stunde, die uns noch bleibt, oder die knappe halbe Stunde einfach durchgehend gewinnen. Das würde mich wieder aufbauen. Dann wäre ich wieder einigermaßen zufrieden mit mir. Nicht so richtig. Ich meine, die Leistung im Draft war trotzdem... Ja, jetzt muss ich doch wieder ein neues Wort finden. Suboptimal. Suboptimal ist ein schöner, freundlicher Ausdruck für grauenvolle Leistungen. Jetzt habe ich doch wieder grauenvoll gesagt. Naja. Okay. Da ich sonst nichts weiß, ich hatte jetzt nichts Billiges, um die Brücken einzunehmen, spielen wir halt einfach mal den. Da können wir gut abwarten. Dann spiele ich noch die hier mit dazu, für den Fall, dass er von irgendwelchen fliegenden Dienern angegriffen wird. Ja, treffen wir den jetzt auch noch? Ja, das ist gut gelaufen und zufällig. Aber Zufall kann ja auch mal auf meiner Seite sein. Spricht ja nichts dagegen. Ah, Mist, jetzt habe ich wieder die Karte nicht... Ah, zu spät. Scheiße. Wieso spiele ich auch nicht mit Tastatur ordentlich? Ja, ich meine, die Gründe sind bekannt, die habe ich auch schon öfter erläutert, aber trotzdem, so unüberwindbar sind sie auch wieder nicht. Ich meine, ich verwende sie ja auch ab und zu. Ja, auch diesmal werden wir vermutlich nicht für unsere Unfähigkeit, oder ich für meine Unfähigkeit bestraft. Kommt doch noch ein bisschen was. Das war jetzt auch kein ganz optimal ausgespielter Blitzzauber. Aber ja, ich meine, es wird schon irgendwie gehen. Ich spiele das mal dahin. Ich spiele das mal hier hinten hin. Da hätte ich jetzt natürlich auch den Seelendieb gut verwenden können, wobei das ist jetzt schon auch in Ordnung, wie das hier läuft, glaube ich. Ah, da ist keine Attrappe oder so, sondern das ist echt, ja gut. Ja, ich würde jetzt eigentlich gerne die Brücke hier einnehmen, aber das können wir jetzt halt nicht. Wir haben nur fliegendes Zeug auf der Hand. Es wird auch nicht besser. Ja, scheiße, der ist ja schon tot da hinten. Naja, gut, was war's. Das war jetzt ein bisschen verschwenderisch. Spielen wir die noch mit dazu hin. Ich will gar nicht hier ein bisschen unterstützend eingreifen. Ja, das ist nicht so gut gelaufen. Ah, Mist, der ist nicht mehr gestorben. Das ist natürlich immer blöd. Okay, jetzt könnte ich auch das hier spielen. Aber jetzt habe ich es nicht ordentlich dazwischen gespielt. Ich Trottel. Es hätte eigentlich möglich sein müssen, das irgendwie dazwischen zu spielen, oder? Ja, und jetzt sind wir nicht mehr so wirklich in Führung. Könnte auch sagen, bei den Erfahrungspunkten zumindest überhaupt nicht in Führung. Das sieht gar nicht gut aus. Okay, töten wir mal den kleinen Typen hier. Na gut, das muss gehen. Das können meine Drohnen ab, das ist okay. Ja gut, jetzt sind wir wieder so ein bisschen in Führung. Und diesmal kriege ich meinen Zauber hier rechtzeitig raus zumindest. Komm schon, dann spielen wir den Zauber auch. Ah, scheiße. Ah, Mist. Ja, aber die Kanone habe ich noch erwischt, das ist immerhin etwas. Trotzdem nicht optimal. Nicht optimal gespielt. Das hier noch dazwischen vielleicht, weil ich darf nicht mehr viel Schaden nehmen. Sonst habe ich hier echte große Schwierigkeiten.
Gut, die sind schon, wir sind schon mal los, diese Typen. Ja, ich muss da noch irgendwas mit dazu hinspielen, sonst wird das hier nichts. Ach, Mist. Jetzt kann ich endlich mal den Seelendieb-Gewinn bringt einsetzen. Hätte ich wahrscheinlich schon längst gekonnt, wenn ich besser drauf geachtet hätte. Habe ich aber nicht. Na, die hat wieder überlebt, das ist schlecht. Muss ich jetzt mal kurz... Das hier geht, komm schon. Wo ist denn die? Na also, okay. Kann ich schon einfach nur Zauber spielen und damit unsere Gegner töten? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es reicht. Vielleicht doch. Vielleicht doch. Wir spielen jetzt einfach mal Zauber. Ja, jetzt müsste es reichen. Ja. Okay. Aber das war jetzt schon wieder sehr knapp. Also, wenn ich so weiter spiele, dann wird das nichts mit Siegen bis zum Ende der Episode. Mal kurz schauen, wie weit wir eigentlich sind. Ja, da ist noch massig Zeit. Thanks for tuning in to the Caesar Network. We've got a corker of a fight for you today here on Minion Masters. Okay. So much power and style. Das würde gehen. Ich war trotzdem noch mal kurz. Na ja, gut. Verschwenden werden wir das Mana nicht. Na ja, gut, dann, ne? Wenn unser Gegner überhaupt nicht spielt, dann mache ich einfach so weiter. Ja gut, ich muss irgendwas spielen. Ich kann nichts spielen. Hätte ich vielleicht schon gleich ein bisschen offensiver spielen sollen. Ah, okay, jetzt macht unser Gegner auch was. Naja, okay. Ja gut, aber wir haben schon mal ein bisschen Schaden angerichtet. Das ist jetzt nicht der schlechteste Beginn. Ah, vielleicht sollte ich lieber da drüben dieses Ding hier hinspielen. Da holen wir uns gleich mal wieder die untere Brücke. Na komm, töte sie. Ja, na also. Ah, das ist nicht gut. Das sehe ich nicht gern. Vorboten sehe ich nie gern. Mhm. Ja, natürlich gleich noch eine Deckung davor gespielt. Das ist immer scheiße. Noch mehr Deckung. Ja, das wird mal wieder so einer, der einfach nur auf den Vorboten setzt. Ja, aber das scheint diesmal zumindest nicht funktioniert zu haben. Hoffen wir, dass wir das auch zukünftig in den Griff bekommen. Ja, er hat nicht so richtig gut getroffen. Ja, ich spiele jetzt einfach mal kurz das hier. Das ist nicht optimal. Ich hätte natürlich lieber den Verteidigungshäcksler gespielt, aber den hatte ich jetzt halt noch nicht. Ah, AOE is the best. Gut, dann machen wir jetzt einen stärkeren Angriff über die untere Brücke, weil also da musste ich jetzt noch irgendwas mit dazu hinspielen. Ich wollte jetzt die nicht so ungeschützt ohne Farmkämpfer lassen. Das ist natürlich scheiße, aber können wir jetzt schon erstmal noch kurz zumindest betäuben. Und da müssen wir halt hoffen... Mist. Ja, das hat schon gereicht, okay. Das passt. Gut, da ist jetzt der Vorbote nicht so wirklich zum Zug gekommen. Das ist dann okay gelaufen. Face down. I just love the smell of mana.
Okay. War es der dritte Sieg, oder? Ich glaube, der dritte war es. Immerhin, immerhin kommen wir da einigermaßen voran. Ja, gut, dann spielen wir jetzt einfach mal die. Ja. Wäre jetzt schöner gewesen, ich hätte die mehr auf der Seite hier. Aber ist auch okay. Den werden wir dann nachher wahrscheinlich mit dem Verteidigungshäcksler stoppen. Ja, vielleicht hätte ich da doch noch ein bisschen besser unterstützen sollen. Die zu spielen war offensichtlich nicht gut genug. Oha. Oh nein, 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 nein. Ich dachte, der würde noch länger brauchen. Verdammt, verdammt, jetzt habe ich den auch noch dahin. Oh nein, oh Gott, das war's. Oh, verdammt. Das war jetzt richtig schlecht, was ich da gespielt habe. Und der hält. Oh Gott, verdammt nochmal. Was habe ich da nur wieder gemacht? Was habe ich da nur wieder gemacht? Da war ich mit meinen Gedanken schon wieder völlig. Und jetzt hier schon wieder. Was mache ich denn gerade eben? Also es ist, als ob ich mein Gehirn völlig abgeschaltet hätte. Okay, also jetzt mal kurz kein Mist bebauen. Einfach mal kurz kein Mist bebauen, dann können wir das vielleicht nochmal irgendwie retten. Okay, das ist jetzt natürlich nicht so wirklich gut zu retten, aber selbst das hier. Ja, doch, doch, doch. Das ist alles noch möglich. Wir können das hier nochmal umdrehen. Obwohl ich jetzt hier wirklich. Also das war phänomenal schlecht, was ich da gespielt habe. Ich muss mich echt besser konzentrieren. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Und da hätte ich auch besser den anderen gespielt, oder? Ja, wobei, ich meine, das ist schon okay. Das ist nicht total beschissen. Nicht mit dem zu vergleichen, was ich vorhin gemacht habe. Ich glaube, jetzt warten wir mal kurz, was unser Gegner so macht. Bevor wir jetzt noch mehr hinspielen. Ja, ich müsste jetzt eigentlich mehr Zeug spielen. Ja, ja. Spielen wir mal kurz das hier noch mit dazu. Da drüben, ich muss auch schauen, dass wir nicht zu viel Schaden nehmen. Ja, einigermaßen zumindest gelungen. Unser Gegner ist in Führung, aber nicht so wahnsinnig weit in Führung, dass ich das nicht durchaus vielleicht nochmal umdrehen ließe. Wenn wir keinen totalen Mist bauen. Wir bauen Mist. Ist es totaler Mist? Das ist jetzt noch die Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es totaler Mist ist. Wobei ich natürlich den Zauber auch erst nach dem Arkan-Golem hätte spielen können. Das wäre taktisch klüger gewesen. Aber ich war in Eile. Und da kann man nicht immer alles richtig machen. Vor allem. Nein, nein, nein. Jetzt habe ich die richtige Karte nicht erwischt. Verdammt. Beziehungsweise, ich habe es hier. Ich habe mich einfach nur verdrückt. Das war's, lag jetzt nicht am Spiel, sondern ich war einfach nur. Ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt. Komm, jetzt betäuben wir da einfach mal kurz. Das müsste doch jetzt fast. Das müsste doch jetzt klappen, oder nicht? Die müssten doch reichen. Und das hier. Betäubt den einfach mal. Jetzt holen wir jetzt noch die untere Brücke. Wir haben Gleichstand im Moment, nämlich bei den Erfahrungspunkten. Und jetzt könnten wir da vielleicht in Führung gehen. Ja gut, ich meine, das war jetzt natürlich nicht gut für uns. Aber jetzt ist der mal hinüber. Der da hinten ist auch hinüber. Jetzt können wir hier tatsächlich, also zumindest bei den... Ja, ich meine, bei den Erfahrungspunkten sind wir jetzt schon im... Haben wir jetzt hier schon einen kleinen Vorsprung. Bei den Lebenspunkten einen schon etwas größeren Vorsprung. Wir warten noch ab, bis wir auf 10 Mana sind. Okay, jetzt müssen wir was spielen. Ah, schade, dass er noch ein zweites Mal zuschlagen konnte. Aber das ist jetzt schon mal gar nicht so mies. Wir spielen da noch schnell was hin, weil wir sowieso auf 10 Mana schon wieder waren. Na ja, gut, ich meine, ja. Aber das waren jetzt eben die Sachen, die ich spielen musste, weil wir, wie gesagt, auf 10 Mana waren. Oh nein, oh nein, 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 töte ihn schneller, töte ihn schneller. Ja, danke. Gerade noch so. Den hier noch als Deckung hin. Den spielen wir mal rüber auf die andere Brücke. Und dann können wir hier, ja gut. Aber da musste jetzt immerhin eine Einheit auf die andere Brücke spielen, um den hier abzufangen. Also trotz eines völligen geistigen Blackouts
haben wir das hier nochmal hingebogen. Aber das war schon wirklich, also was ich da alles hingespielt habe, das waren eigentlich gleich mehrere falsche Karten hintereinander. Das ist schon auch. Da habe ich einen Fehler gemacht und dann in Panik noch gleich ein, zwei andere hinterhergeworfen. Also das ist kein Wunder, dass ich im Draft so versagt habe heute. Wenn ich sogar mit meinem normalen Deck solche Fehler mache. Gut, wie sieht es jetzt aus? Wie liegen wir in der Zeit? Ja, ist immer noch viel Zeit. Mir kommt es jetzt nur so vor, weil ich halt vorhin schon andere Aufnahmen hatte. Achso, ich habe euch ja nur erzählt, wie ich die erste Aufnahme versaut habe und nicht, wie ich die zweite Aufnahme versaut habe. Bei der zweiten habe ich dann irgendwie das Sprechen verlernt. Das ist auch geil. Also, bei der ersten habe ich das Spielen verlernt, beziehungsweise habe mich ablenken lassen. Und bei der zweiten habe ich dann das Sprechen verlernt. Das merkt ihr jetzt vielleicht auch immer noch, dass ich mich ständig verhasple, aber ich meine, das ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich bei mir. Aber das war so übel, dass ich nach zwei, drei Minuten auch abbrechen musste. Also auch das keine technische Schwierigkeit, sondern einfach völlige Unfähigkeit meinerseits. Naja. Okay. In dem Fall können wir sogar das hier machen. Und dann spielen wir den hier noch nach unten. Und damit holen wir dann nachher die obere Brücke, beziehungsweise wir können das hier ein bisschen verteilen. Okay. Ja, ist aber trotzdem noch okay. Also das hat er mir jetzt eigentlich zum Fraß vorgeworfen. Ja, da müsste ich jetzt mal ein bisschen was dagegen tun, nach Möglichkeiten. Ja, dann können wir zumindest die Sache noch ein bisschen... Ah, ich dachte, wir könnten es vielleicht ein bisschen länger rauszögern. Ja gut, jetzt müssen wir abwarten. Da können wir jetzt nicht viel machen im Moment. Ah, das ist scheiße. Hoffentlich treffen wir jetzt auch gut, aber das müsste eigentlich funktionieren. Ja, das ist okay. Dann können wir das hier noch spielen. Na, ah, der konnte sogar nochmal schießen. Na, schade. Da können wir das hier spielen. Und dann weiß ich erstmal nicht so richtig weiter. Können wir den hier vielleicht mal... Ja, okay. Oh je, da haben wir jetzt aber einiges rumstehen. Ja gut, dann spielen wir es mal kurz so. Ja, wenn er schon auf meiner Hälfte wäre, könnte ich es mit dem hier machen, aber so geht es natürlich nicht. Ah, schade. Na gut, er konnte noch ein paar da drüben töten, wobei das ist eigentlich auch nicht wirklich nötig. Ich würde sagen, wir spielen mal hier Verstärkung hin. Den können wir jetzt so schnell erledigen, das dürfte eigentlich ganz gut funktionieren. Hier noch ein bisschen Verstärkung rein. Spielen wir das einfach auch noch mit dazu, dann ist das hier gleich gegessen. Ah, okay. Das, ja, ja. Hält der hier nochmal an oder so? Nee, der läuft. Nee, der hält tatsächlich an. Scheiße. Das habe ich versaut. Weil ich nicht dachte, dass der da anhält. Naja, ja. Der will jetzt hier vermeiden, dass ich überhaupt an seinen Explosionsbeschwörer rankomme. Aber das hat er nicht geschafft. Ah, jetzt hätte ich den. Ich trottel, jetzt hätte ich doch auch den Seelendieb. Aber na gut, okay. Da komme ich jetzt leider zu spät, um hier noch das ordentlich hinzuspielen. Na. Muss jetzt auf jeden Fall verhindern, dass der auf meinen Seelendieb geht. Das wäre schade. Weil der hat jetzt schon so ein paar Kills gesammelt. Ja, unser Gegner heilt sich immer wieder durch Lebensraub. Ist ja auch okay. Das ist war zu erwarten. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm für uns. Der hat jetzt eine sehr hohe Angriffsgeschwindigkeit. Unser Seelendieb. Hat hier noch ein bisschen Schaden angerichtet. Auch okay. Naja, das ist jetzt schade. Naja, der wird jetzt diesen Angriff hier leider zunichte machen. Da kann ich jetzt auch relativ wenig dagegen tun. Aber wir richten schon trotzdem ordentlich Schaden an. Es sind unter 500, was unser Gegner jetzt noch hat. Das sollte schon irgendwie möglich sein, damit zurechtzukommen. Ja, aber na, es fällt mir doch ein bisschen schwerer, als ich zunächst dachte. Weil wir halt immer noch nicht diesen verdammten... Ja, jetzt machen wir es einfach kurz so. Ja, das hat gut funktioniert. Auch ein bisschen durch Zufall, aber trotzdem gut funktioniert.
Ja, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich direkt auf den Turm gehen sollte, aber das schon aufgrund dieses Heilungszaubers wäre das, glaube ich, nicht gut ausgegangen. Ja, Mist, ich dachte, er würde noch ein bisschen länger durchhalten. Nein, 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 nicht angreifen, nicht angreifen. Okay, okay, okay. Ach, das hat auch gerade noch so hingehauen für uns. Jetzt könnten wir dann aber... okay, jetzt haben wir es den Drachen eingebrockt, weil wir das nicht schlecht, nicht schnell genug beendet haben. Aber jetzt könnten wir, glaube ich, auch einfach mal... Ja, okay. Naja. Muss mal kurz einen Schluck trinken. In der Hoffnung, dass sich dadurch meine Sprachfähigkeit verbessert. Jetzt sind wir immerhin schon mal auf Platin. Nicht, dass das eine tolle Leistung wäre, aber trotzdem. Ja, und bislang haben wir tatsächlich alles gewonnen jetzt im Einzelkampf. Ja, ich meine, wie gesagt, wir sind nicht auf einer hohen Stufe oder so. Und die Saison ist jetzt auch nicht ganz frisch, wie ihr hier oben sehen könnt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind es noch 22 Tage. Also auch nicht wirklich eine alte Saison oder so, aber ein paar Tage läuft sie schon. Also da ist die Anforderung jetzt wahrscheinlich nicht so hoch, aber ich meine, wir hatten jetzt auch schon genug Schwierigkeiten, also so ganz leicht machen es uns die Gegner ja dann auch wieder nicht. Ach so, ich habe nicht auf in den Kampf gedrückt. Ich trottel. Ich dachte, ich hätte gedrückt. Na gut, wenigstens wurde der Kampf schnell gefunden. Ah, verdammt, ich habe vergessen, die Wäsche aufzuhängen. Ja, tut mir leid, ich bin heute wirklich mit meinen Gedanken immer irgendwie woanders, entweder bei der Arbeit oder bei anderen Sachen, die ich noch erledigen muss. Hängt auch damit zusammen, dass ich eben bald in den Urlaub fahre und dann vorher einfach viele Sachen noch regeln muss. Also was für meinen Arbeitgeber und den ganzen Stress dort gilt, gilt auch für mich persönlich. Ja, spielen wir das einfach mal nach hinten. Ja, mal soll er machen. Ja. Okay, jetzt tut er mal was Größeres. Aha. Ja, was Größeres ist auch übertrieben. Man fängt so langsam an zu spielen, unser Gegner. Wird auch Zeit langsam für ihn, weil sonst... hat er doch schon einen gewissen Rückstand hier bei den Erfahrungspunkten. Zumindest mal, da hätte ich jetzt ein bisschen schneller sein dürfen. Okay. Das war's. Touché. Aber trotzdem haben wir beide Brücken. Und sind auch bei den Lebenspunkten deutlich im Vorteil. Das ist jetzt ein bisschen schade, aber jetzt dürfte er eigentlich ganz gut... Ja, doch, geht auch noch durch den gegnerischen Turm durch. Damit ist das, würde ich das als Erfolg verbuchen. Der hier wird uns nicht gefährlich. Okay, der Zauber hat diesmal ein bisschen mehr reingehauen. War glücklicher gespielt. Oh, scheiße, nochmal ein Zauber. Na, okay. Ja, okay, dieser Angriff wird nicht sehr lang anhalten. Ja. Ja, gut. Ja, gut. Ja, das ist jetzt, das schmeckt mir jetzt schon nicht mehr so. Jetzt kommt unser Gegner zum ersten Mal einigermaßen gefährlich vor unseren Turm oder kann ein bisschen Schaden zumindest anrichten. Das gefällt mir auch nicht gut, das hat er gut gekontert. Klingt ja schon fast ein bisschen herablassend, wenn ich das so sage. Hat er gut gekontert. Also zu überlegen fühlen sollte ich mich ja auch nicht. Nur weil ich einen besseren Start erwischt habe. Ah, komm, machen wir das mal kurz. Hilf mir da noch ein bisschen mit. Schauen wir, dass wir da ein bisschen schneller vielleicht... Ah, scheiße, jetzt hätte ich den... Ah, verdammt. Jetzt war natürlich gerade eben unverwundbar.
Okay. Ja, gut. Das macht mir jetzt nicht so viele Sorgen, dass er da jetzt diesen Zauber eingesetzt hat. Das ist okay. Damit kann ich eigentlich auch leben, was da unten gerade passiert. Ja, jetzt ist er immerhin schon mal unter 1000. Das ist zumindest nicht schlecht. Das mag ich nicht so gerne. Oh je, ja, jetzt müssen wir hier wirklich schauen, dass wir hier nicht zu viel Schaden nehmen. Das wäre schon wirklich blöd für uns. Ja, die obere Brücke hätte ich schon auch ganz gerne mal wieder. Und die untere holt sich unser Gegner leider schon wieder. Ja, da kann ich jetzt nicht viel anderes machen. Das muss ich jetzt mal so machen. Nein, 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 ich trottel. Ich habe wieder übersehen, dass ich... Oh, verdammt nochmal. Ah, das war verschwendet. Das war einfach nur verschwendet, diesen Zauber hier. Aber ich meine, wir werden es trotzdem gewinnen, glaube ich. Also bin ich mir jetzt doch relativ sicher. Ich glaube nicht, dass unser Gegner das jetzt hier noch irgendwie aufhalten kann. Ja, ja, das passt schon, aber sauber gespielt war das nicht. Mal kurz schauen, wie weit wir jetzt sind. In der Zeit 56, wir könnten eigentlich nochmal eine kurze Runde spielen, falls ich nicht wieder vergesse, auf in den Kampf zu drücken. Nein, ich habe es nicht vergessen. Gut, dann geht noch eine Runde. Weil die Runden sind jetzt meistens nicht so wahnsinnig lang hier im Einzel. Länger als sie sein müssten, also ich hätte manche Runden schneller gewinnen können. Wenn ich besser gespielt hätte, wenn ich sauberer gespielt hätte. Aber passt schon. Sollen wir gleich loslegen? Ja, komm, was soll's. Okay. Das ist okay. Nein, nein, nein. Machen wir es mal kurz. Oh, scheiße. Hätte ich doch besser anders gemacht. Ah, shit. Ja, gut. Dann machen wir es jetzt so. Ja, aber jetzt haben wir schon viel Mana ausgegeben. Wir haben das jetzt hier nochmal irgendwie rumgerissen, aber das war jetzt schon ordentlich Mana, was wir da ausgeben mussten, um diese Brücke zu holen. Also von Überlegenheit. Ah, das war jetzt auch nicht so günstig für uns. Ja, den habe ich zu weit nach außen gespielt, sonst hätte das ganz gut funktionieren können, aber... Jetzt brauche ich ja alles, was ich an Unterstützung habe, um die hier schneller wegzukriegen. Und jetzt habe ich keine einzige Brücke, das ist auch scheiße. Ich muss mal kurz auf den Feuerball warten, weil sonst habe ich hier ewig diesen Scharfschützen sitzen. An den komme ich ja anders nicht ran. Ja, jetzt kommt noch der Vernichter dazu, na gut. Ja gut, da muss ich jetzt auch nochmal schauen. Ja, betäuben wir den noch einfach. Das ist doch okay. Ja, wir müssen schon so ein bisschen schauen, dass wir nicht zu viel Schaden nehmen, weil wir haben jetzt auch schon... einiges kassiert an Schaden. Da können wir eigentlich doch mal das hier machen, oder? Das ist doch jetzt hier nicht schlecht eingesetzt. Und dann spielen wir halt vielleicht noch dieses Ding hier mit dazu. Ja, nee, das hätte ich jetzt eigentlich schon nicht mehr machen brauchen, aber es ist jetzt auch okay. Der dürfte jetzt hier eigentlich reinlaufen, sollte. Ja, okay. War schon ein bisschen Overkill natürlich, aber... Musste jetzt trotzdem mal sein, weil den Scharfschützen wollte ich dann nicht stehen lassen. Das ist jetzt auch ein bisschen problematisch. Also das könnte jetzt tatsächlich die erste Niederlage werden. Und es ist fast schade, dass wir ja noch weiter gespielt haben. Weil sonst hätte ich mich tatsächlich toll fühlen können. Also noch ist die Sache hier nicht verloren. Ich will es jetzt auch nicht gleich verschreien. Also das wäre schon immer noch möglich, das hier zu gewinnen. Aber ja, verdammt, der geht jetzt wieder nach und nimmt die... Ach nee, der nimmt ja nicht mehr die Brücke ein. Das war früher mal. Gut, also
wir können zumindest aufholen, was die Erfahrungspunkte angeht. Ob das genügt, ist eine andere Frage. Lass doch mal kurz zu. Betäuben wir den mal schnell. Das schneller. Ah, eigentlich schon zu spät für meinen Geschmack. Vielleicht kriege ich die alle irgendwie so auf einmal. Nee, jetzt habe ich die Chance vertan. Ich hätte 4 auf einmal kriegen können und habe es vertan. Weil ich noch mehr wollte. Ja, so bin ich. Ich bin unersättlich. Ja. Jetzt warnt mich schon der Kommentator. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass bei unserem Gegner alles toll aussieht. Nein, ich habe es nicht gut getimt, oder? Naja, es geht so. Hätte schlimmer sein können. Aber das da drüben, das sieht jetzt auch nicht gut aus. Ah, so ein Mist. Ich darf hier halt wirklich nicht mehr so viel Schaden kassieren. Oh nein, ich habe das direkt reingespielt. Oh nein. Okay, das ist nicht gut. Nehmen wir erstmal kurz das hier. Ja gut, aber den kriegen wir jetzt weg. Und den hier müssen wir auch irgendwie wegkriegen. Das kann jetzt nicht wahr sein. Wir müssen hier den Schaden abfangen. Ich kann sonst nicht mehr lange überleben. Und wir müssen auch schauen, dass wir irgendwie die Brücken bekommen. Aber das wird nichts mehr. Das sieht nicht so aus, als hätten wir hier noch eine Chance. Nee. Vor allem jetzt nicht mehr. Wenn ich jetzt den Verteidigungshäcksler nochmal auf der Hand gehabt hätte, dann vielleicht, dann hätten wir das hier unten nochmal abfangen können. Aber selbst dann, nee. Es war mir nicht vergönnt, das jetzt mit Würde abzuschließen. Gut, dann schließen wir es halt ohne Würde ab. Ist jetzt auch nicht das erste Mal in 225 Episoden, dass ich... Oh, minus 17, das ist sehr human, muss ich sagen. Ja, ist jetzt auch nicht das erste Mal in dieser ganzen Zeit, dass ich eine würdelose Episode online gestellt habe. Ja. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Das wird dann schon im neuen Jahr sein, wenn ich gerade nicht völlig falsch liege im Kopfrechnen. Also auch die nächste Episode wird noch im Voraus aufgenommen sein. Aber sie sollte dann irgendwann Anfang Januar rauskommen. Also wie üblich sonntags abends. Gut, dann bis dann, euer Grimdor.